Hallo und herzlich willkommen bei Wagenhallen Home. Ihr habt schon wieder alles richtig gemacht. Zum einen seid ihr brav zu Hause geblieben, zum anderen habt ihr den Stream eingeschaltet. Hierfür schon mal vielen Dank. Wir von Wagenhallen Home präsentieren euch regelmäßig mittwochs und Samstag um 20.30 Uhr unterschiedliche Künstler und bringen Live-Feeling direkt zu euch nach Hause. Heute haben wir wieder einiges an illustren Gästen. Wir haben Tina Häusermann und Fabian Schläper, aka zu zweit. Die beiden präsentieren euch ihr Spezialprogramm Bleibt alles anders. Doch danach nicht abschalten, denn wir haben noch ein paar Gäste. Denn unter anderem sind auch von der Manhattan Dance Company Angelika Kasum und Nathalie Meyer hier zu Gast. Mit ihrer Choreo werden sie Tanz aufführen auf der Wagenhallenbühne. Mit dieser Choreo haben sie sich qualifiziert für die World Dance Masters 2020. Und last but not least werde ich auch Sally Grayson auf der Bühne präsentieren können. Sie ist unter anderem bekannt für ihre Band Black Swift zum einen und sie war bei The Voice of Germany, wo sie der ein oder andere auch gesehen hat. Also es ist einiges geboten. Ihr zu Hause könnt wieder fleißig in den Chat schreiben, denn die Künstler werden nach ihrem Auftritt immer hier zu mir ins Wohnzimmer kommen. Und wir werden ein kleines Interview führen. Wir können dann auf eure Fragen, die ihr in den Chat schreibt, auch eingehen. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Tina Häusermann und Fabian Schläper, aka zu zweit, mit ihrem Programm Bleibt alles anders. Viel Spaß. Wow, einen wunderschönen guten Abend auch von unserer Seite aus. Hallo an den mobilen Endgeräten zu Hause. Ich muss ja sagen, ich stelle mir vor, ihr seid heute alle wie wir super schick, weil ihr auch die Nase voll habt von diesen ganzen vergammelten Abenden in den Pupshosen und den Gammelbuchsen aus eurem Kleiderschrank. Ich stelle mir vor, ihr seht heute Abend alle aus wie das Publikum bei der Oscarverleihung. Und hier sind wir für euch heute Abend mit unseren schlimm rausgewachsenen Frisuren und unseren glühenden Herz. Ja, ein Ausschnitt aus unserem Programm, das wir heute Abend jetzt speziell zusammengestellt haben, wartet auf euch da draußen und es sind verrückte Zeiten, es sind wilde Zeiten, es sind aber auch teilweise dann sehr ruhige Zeiten, in denen man zu Dingen kommt, zu denen man schon sehr lange kommen wollte. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich konnte jetzt endlich mal den Dachboden aufräumen. Ich glaube, das wollte ich seit Jahren tun. Neid. Und ich lerne jetzt ganz frisch noch Hackbrett spielen. Ne? Das ist auch so eine ganz tolle Sache, hatte ich vorher auch nie Zeit für. Und wenn ich das vielleicht kurz an dieser Stelle aus dem Nähkästchen plaudern darf, der Kollege hat auch was einstudiert, jetzt das, ganz neu. Das, ja, Moment, und ich das würde ist sagen, grade, das präsentierst du das jetzt. Das ist jetzt einfach eine Live-Show. Da, ja, also, ne, kannst du nicht eben drum. Ne, da kann man doch einfach mal ganz spontan Moment, was ich machen. Moment, ich bin da noch gar nicht. Das ist noch gar nicht so weit. Das ist noch gar nicht so weit. Vor allem das Klavier ist noch gar nicht so weit. Vielleicht klingt ja, genau. Das jetzt schon draußen an den Bildschirmen, aber hier wir klingt noch kein das Klavier nicht. Genau. Aber man kann schon mal so viel sagen, die Klavierbegleitung passt perfekt zu dem, was der Kollege einstudiert hat. Nee, aber ohne Klavier kann ich nicht, tut mir leid. Ja, da es wird schwierig nee, ohne Klavier, das gebe ich zu. Das tut mir leid. Also jetzt stelle ich mir gerade vor, dass der Hendrik im Technikwagen total anfängt zu schwitzen. Und Sie fragen sich da draußen, jetzt gehört das dazu? Die Antwort ist nein. Ah, sorry. Und hier kommt schon der Matthias. Ah, so, ist ausgeschaltet. Ist auch schon. So, wunderbar. Ich kann nur okay. An der Stelle sagen, ich war's nicht. Okay, ich würde sagen, gib alles, rechter Fuß zuerst. Mein rechter Fuß? Ja. Es ist Mitte Mai, der Raps steht in voller Pracht. Drüber blaut der Himmel, die Frühlingssonne lacht. Weit ab von der Autobahn am Landstraßenrand steht ein Häuschen wie aus einem Märchenland. Hinter einer Kurve in GPS-Nirvana sieht man aus dem Auto wie eine Fata Morgana. Eine Erdbeere mit Tür und Fenster drin, herausstrahlt die Erdbeerverkäuferin. Ludmilla, Ludmilla, deine Früchte sind der Knüller. Prall und saftig glänzen sie, die
kleinen roten Herzen. Die Männer, die ihr halten, strahl dich an wie Wunderkerzen. Dich und deine Erdbeeren präsentierst du sehr gekonnt. Im rot karierten Sommerkleid, dein Haar bulgarisch blond. Und dabei prostet sie sich selber fröhlich zu. Sie hat Erdbeerschnaps, die Kunden finden's toll. Abends ist der Stand dann leer und Ludmilla voll. Doch eines schönen Tags, das wundert sie ein wenig, kommt ein LKW drauf, steht Klaus Kuhn, der Spargelkönig. Aussteigt der kleine, schmale Klaus, er sieht weniger wie ein König als wie ein Spargeltarzan aus. Er baut den Stand auf, schlecht gelaunt, routiniert. Bald sind alle Spargeln akkurat drapiert. So wartet er auf Kunden, die auch sein Gemüse kaufen. Doch die wollen Erdbeeren und mit Ludmilla saufen. Ludmilla, Ludmilla, deine Früchte sind der Knüller. Prall und saftig glänzen sie, die kleinen roten Herzen. Die Männer, die hier halten, strahl dich an wie Wunderkerzen. Du hast ein Funkeln, das als Schmuck jede Menge wert wär. Und alle sind verliebt, wenn du fragst. Eine Schale Erdbeer. Klaus wenig, ein König ist er eh nicht. So findet Klaus irgendwie den Dreh nicht. Er wird erdbeerrot vor Wut, das hat seinen Grund. Denn er ist so wild nach Ludmillas Erdbeermund. Sie sieht, dass er sie mag, auch wenn ihn der Neid zerfrisst. Sie weiß, wie das mit Männern und den Spargeln ist. Sie denkt kurz nach und ruft: hält ihm ihr Glas entgegen und fragt: Schätzle, Schnaps? Jetzt haben sie fusioniert, weil das Schicksal weise lenkt. Sein Spargel, ihre Beeren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Klaus besieht sich still Ludmillas ganze Pracht und denkt, dass eine Erdbeere schon einen Sommer macht. Promilla, neben Klausens schlanken Spargeln deine Erdbeerherzen. Bei diesem Anblick strahlen auch die Frauen wie Wunderkerzen. Sie finden jetzt, der Klaus sieht viel, viel besser aus. Das ist ein guter Trick mit dem Gläschen Schnaps aufs Haus. Da musst du ihm kein Botox, keine Faltencreme kaufen. Du kannst dir jeden Klaus der Welt einfach schöner saufen. Und Ludmilla lacht und spricht: Mein Schätzlein, du kannst sehen, Alkohol ist schlecht für Leber. Aber er macht schön. Oh, sehr gut. Herrlich, herrlich, wunderbar. Ach, ich merke gerade, wie gut mir das tut, mal wieder woanders zu sein als zu Hause. Ja. Weil ich muss ja auch schon sagen, also zu Hause in den eigenen vier Wänden, da wird es gerade ein wenig enger. Ich sage das mal so ganz unter uns, denn ich hatte nie gehofft, so viel Zeit mit meinem Mann zusammen verbringen zu können. Ja, es steht ja jetzt auch überproportional viel gemeinsame Zeit jetzt zur Verfügung im Vergleich zu den zur Verfügung stehenden Quadratmetern unserer Wohnung. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, vielleicht kennen Sie das zu Hause auch. Mir fällt in letzter Zeit immer öfter dieser Witz ein von der Frau, die zur Wahrsagerin geht. Diese Wahrsagerin sagt: Morgen stirbt Ihr Mann. Und die Frau sagt: Ich weiß, mich interessiert nur, ob ich freigesprochen werde. Ja? Der ist schön. Das ist schön, ja. Es sind, ja, also es ist, ja,
es, die Wohnung ist manchmal echt eng. Also das ist eine Herausforderung, ne? Genau. Jetzt waren ja Osterferien, ne? Aber jetzt am Montag sind wir wieder dran. Homeschooling, meine persönliche Lieblingsdisziplin, ne? Muss ich meiner Tochter beibringen, was ein unechter Bruch ist. Was soll ich denn noch wissen, was ein unechter Bruch ist? Wie soll ich das denn der beibringen? Da merken unsere Kinder doch, dass wir dümmer sind als sie. Ja, und um diesem Dilemma zu entkommen, haben wir Ihnen in einem Song eine gute Lösung mitgebracht. Der Mensch im Allgemeinen ist eine faule Sau, drum macht er stets Erfindungen, er ist ja schlau. Computer, Handy, Internet, die helfen echt gut. Feuer, Buchdruck und das Rad waren auch nicht schlecht. Doch der Grund, warum ich jetzt seit neuestem friedlich schlummer, das ist die Erfindung der Paketverfolgungsnummer. Ich habe meinen Mann mit DHL verschickt. Ich hätte nicht gedacht, dass das auf Anhieb glückt. Jetzt weiß ich ganz genau, wann ich ihn erwarten kann. Und wenn's mir mal nicht passt, dann nimmt die Nachbarin ihn an. Anfangs fand mein Mann die Sache nicht so toll. Wir hatten kaum die Beine drin, schon war das Päckchen voll. Auf YouTube recherchiert, wie Origami auch beim Menschen funktioniert. Bisschen drücken, falten, quetschen, dann stört auch kein Bein. Ich kriege jetzt sogar die Kinder noch mit rein. Ich habe meinen Mann mit DHL verschickt, nur habe ich mich vor kurzem tatsächlich mal verklickt. Da kam mein lieber Gatte am Abend nicht nach Haus, noch eine Nacht hält er's in der Paketstation schon aus. Jetzt streikt jedoch seit Tagen schon die Post, das ist echt dumm. Mein Mann, der hängt vermutlich auf einem Förderband herum. Vorausschauend, ob sowas mal passiert, hab ich wie immer ihm ein großes Lunchpaket geschmiert. Wenn Sie's also heute auf dem Heimweg knacken hören, ist da mein Mann im DHL-Transporter seinen Möhren. Ich habe meinen Mann mit DHL verschickt. Als er neulich motzen wollte, bin ich ausgetickt. Jeder muss sein Päckchen tragen, nur nicht mein Mann, weil der sich samt dem Päckchen einfach tragen lassen kann. Seit ich ihn verpackt, verschnürt, versende, steht mein Gatte nie mehr zu früh und nie zu spät hier auf der Matte. Das ist äußerst praktisch, weil ich zwischenzeitlich dann die anderen Paketboten bei mir empfangen kann. Die Jungs, die sind zwar meist im Stress und wollen gleich wieder gehen, doch meiner Briefmarkensammlung können sie nicht widerstehen. Badabam. Komm mal, da! Yay. Da applaudieren Sie. Genau. Oh, hallo, Mädels. Ja. Sie haben gerade unser Publikum gesehen. Genau. Das ist heute Abend unser Publikum. Ja. Ja, ganz, ganz, ganz toll. War schon schlimmer. Meine Damen und Herren, Sie sehen einen Mann, eine Frau. Was denken Sie sich? Wir sind ein Paar. Falsch gedacht. Wir sind tatsächlich nur ein Paar auf der Bühne, privat, definitiv nicht. Ja. Wir haben uns auch geschworen, wenn wir dann doch irgendwann mal heiraten sollten, dann auf jeden Fall
nicht uns. Ja, weil man, es ist, Sie merken das vielleicht gerade auch, wenn Sie in einer ähnlichen Situation sind wie ich mit meinem Mann. Ne? Also man versteht sich ja sehr viel besser, wenn man kein Paar ist. Ne? Also ich würde Ihnen empfehlen, trennen Sie sich mal von Ihrem Mann, vielleicht auch nur versuchsweise. Sie werden erstaunt sein, was für eine wahnsinnig gute Zeit Sie plötzlich miteinander haben. Also wirklich ein heißer Tipp von uns hier, ja, oben. Weil auch dieses Heiraten, das hat ja auch immer so, also das kann ja auch schief gehen. Ne? Also sagen wir mal, man steht da vor dem Traualtar, hört dieses, bis das der Tod euch scheidet. Und dann wartet man und wartet und wartet und wartet. Ja. Nee, das muss ja nicht sein. Weißt du, und wir beide sind ja auch vor diesem einen Wunsch gefeit, na, wollen wir jetzt ein Kind oder wollen wir doch kein Kind, ne? Oder reicht vielleicht schon ein Hund? Ich habe da eine Tante, die hat immer einen super pragmatischen Spruch, die sagt ja immer, Hund oder Kind, versaue ich mir nur den Teppich oder gleich das ganze Leben. Manches Paar denkt sich, ein Kind, das wäre das große Los. Doch kriegst du eins, dann kriegst du es halt auch lang nicht wieder los. Und teurer ist es als ein Flug zum Popokattepete. Das merkten auch die Eltern von Hänsel und von Gretel. Sie sagten sich, wir haben kein Geld, es hat ja keinen Zweck. Und waren sich schnell einig, klar, die Plagen müssen weg. Doch dann war die nächste Frage weg, ja, aber wie? Denn im Wald, da gab's kein Internat und keine Psychiatrie. Vater sprach zur Mutter, denn Vater war nicht dumm. Du weißt was, die Belger gehen ins Ökopraktikum. Dann ist auch endlich Schluss mit Kiffen, Facebook, Schule schwänzen. Die zwei trainieren da im Wald soziale Kompetenzen. Und um die Kinder loszuwerden, lieber gleich als bald, gab es einen Familientag für alle da im Wald. Oh, guck doch mal, der Vogel, wie riesengroß der ist. Und wie der Nachwuchs guckt, da haben die Alten sich verpisst. Hänsel und Gretel vergingen schnell das Lachen. Kein Internet, kein Joint dabei, was soll man denn jetzt machen? Dunkler wird's, es kracht im Holz und heiße Tränen kullern. Denn Hänsel knurrt der Magen und die Gretel muss mal pullern. Hänsel, da, ein Schild zum Glück, wir müssen nicht mehr suchen. In 150 Metern rechts Pension zum Pfefferkuchen. Kriegt ihr das, Annik, wer hat verrückt? Gleich gibt's Trank und Schmaus. Die haben ja so viel Essen da, das klebt sogar am Haus. Beim Anblick dieser Leckereien fängt Hänsel an zu sabbern. Und beide machen sich dran, die Fassade anzuknabbern. Doch schon schreit im Haus die Hexe. Tack, trollt euch des Wegs. Jeder, der vorbeikommt, geht mir immer an den Keks. Doch als sie die Kinder sieht, denkt sie, die können wir nutzen. Den Bengel füttert mir Fett, die Kleine, die kann putzen. Mochte Buben gar zu gern die süßen kleinen Stoffeln, am liebsten Medium an Rosmarinkartoffeln. Gedacht, getan, sie packte zu, da gab es kein Verduften. Hänsel wurde abgefüttert, Gretel musste schuften. Das Mädel dachte immer bloß, wie werde ich diese Hexe los? Doch sie war eine rege Maid und fand bald die Gelegenheit, dass Hexenheizungsrituale schien ihr dafür ideal. Ein kleiner Schubs ab in die Glut, samt Stock und Hut, das Zeug brennt gut. Und andern Tags, wie wunderbar, war von der Hexe nichts mehr da. Aus war's mit der Satansbraut, der Grund hierfür ganz klar. Fitness nach der Mast war lange in der Schwebe. Betroffen war speziell Knie und Bindegewebe. Doch er hat's geschafft. Und was macht da unser Kleiner? Schauen Sie mal bei ihm vorbei. Er ist jetzt Fitnesstrainer. Auch Gretel fand da ihr Talent und steht noch heute in Glut. Denn sie leitet längst ein Bestattungsinstitut. Und ist deine Zeit auf Erden einstens abgelaufen. Hast du vielleicht Glück und landest grad in Gretels Ofen.
Am Ende der Geschichte bleibt als Fazit unterm Strich: Bewegung an der frischen Luft schadet Kindern nicht. Sehr schön. Nehmbar. Ist gekauft. Super. Sehr gut. Ja. Ein interessantes Phänomen, jetzt klar wegen Ansteckung und so weiter, ist ja, sind ja die öffentlichen Verkehrsmittel. Also die Straßenbahnen sind ja wie leergefegt. Ne? Also zumindest jetzt in den Zeiten, in denen ich fahre, ich muss jetzt zurzeit nicht früh raus, da ist ja überhaupt nichts mehr los. Und trotzdem habe ich Michael getroffen. Michael. Von Sandra und Michael. Von Michael von Sandra, aber ohne Sandra. Ohne Sandra? Ja. Ohne Herz-Lungen-Maschine? Ja, ja. Also, ich habe ihn auch gefragt, sag mal, Michael, wo ist denn deine Frau? Aha. Und darauf hat er einfach nur gemeint, ja, du, ich glaube, die ist gerade in der Paartherapie. Aber wieso denn Paartherapie? Haben sie wieder gegrillt? Sie haben so ein bisschen mit dem Sicherheitsabstand. BBC, Sicherheitsabstand, okay. Ne? Haben sie wieder gegrillt, ja, so. Genau. Also, grillen bei Sandra und Michael. Michael sagt... Schatz, heute bleibt die Küche kalt. Lass uns grillen. Sandra kauft 5 Steaks, 3 Schweinebäuche und 7 rote Würste. Des Weiteren Karotten, Radieschen, Paprika und Gurke für den Salat und trägt die Einkäufe nach Hause. Sie mariniert das Fleisch und trägt es hinaus auf die Terrasse, wo Michael schon mit einem Bier in der Hand vor dem Grill sitzt. Michael nimmt das Fleisch und legt es auf den Grill. Sandra wäscht den Salat, schnippelt das Gemüse und begrüßt die Gäste. Dann räumt sie Teller, Messer, Gabeln, Gläser und Servietten auf ein Tablett und deckt den Tisch. Michael wendet das Fleisch. Sandra öffnet den Wein, trinkt einen Kasten Sprudel aus dem Keller, plaudert mit den Gästen und holt den Salat. Michael nimmt die Huldigungen der Gäste für seine Kochkünste entgegen und alle bedanken sich bei ihm für den wundervollen Abend. Sandra fegt die Krümel vom Tisch, bringt die Gäste zur Tür und wischt den Küchenboden. Michael fragt Sandra, ob es nicht schön gewesen sei, mal nicht kochen zu müssen. Das gibt's doch nicht. Also, das ist komisch, die ne? beiden, ja. da, also ich kann Ihnen sagen, wenn Sie die mal kennenlernen, die sind echt ein Erlebnis, die zwei. Wobei, also so richtig, die sind ja ewig jetzt zusammen. Ey, bei denen ist ja, also da ist bestimmt nichts mehr los. Weißt du jetzt so? So zwischen den Laken. Wobei, ich darf ja nicht groß tönen. Ne? Jetzt, also, man könnte jetzt meinen, jetzt ist Zeit und Muße, ne? Ja, aber ja. Nee, also bei meinem Mann und mir tote Hose. Echt? Also nee, ist gerade nichts zu holen. Ja, bei euch ist ja ganz anders, ne? Ha? Also ihr habt keine Kinder, ihr habt keinen Hund, ne? Könnt ihr euch 24 Stunden lang durch den Tag verdingseln, so, ne? Ja. Mein Mann und ich, wir poppen uns durch die Woche, ja? Durch die ganze Pandemie, ja? Von Montagmorgen bis Sonntagabend. Und wenn da mal ein Tag ausfällt, dann, weil man zwischendurch ja mal was einkaufen gehen muss, schon klar. Nein, aber jetzt mal unter uns, also... Wir sind ja jetzt auch tatsächlich unter uns, ne? Ja. Also bei mein und mir auch nix, niente, nada. Was? Ja. Echt? Ja. Aber komm, ihr seid doch schwul, bei denen geht doch immer was. Ja, das denkt man immer so, aber das stimmt nicht. Das, wieso? Das ist nicht wahr. Ja, es ist halt, aber wie es ist, ne? Also ihr habt doch diese Hemmungslosigkeiten unterschrieben quasi. Ja, haben wir schon, aber wir haben auch diesen Vertrag sozusagen unterschrieben für diese lebenslange Hemmungslosigkeit. Aber jetzt ist der Vertrag halt ausgelaufen. Das ist... Ja, und jetzt ist auch irgendwie tote Hose. Wie kam das denn bei euch? Ja, also ich kann es auch nicht genau sagen. Also manchmal denke ich so, also ich weiß ganz genau, es kam gleichzeitig mit der echten italienischen Küche. So war das, genau. Hä? Ja. Habe so viel Spaghetti Bolognese gekocht oder also was? Dieses Kochbuch, was uns meine Mutter mal zu Weihnachten geschenkt hat, ja. Und ich frage mich ganz oft, was war zuerst da? Also hatten mein Mann und ich erst keinen Sex mehr und haben dann angefangen miteinander zu kochen, damit wenigstens noch ein bisschen was Heißes zwischen uns passiert oder so? Oder war einfach der Küchentisch irgendwann so voller Trüffelschinken, Salbei-Gnocchi und bei Vollmond geernteten Honigtomaten, dass einfach kein Platz mehr war für so spontane Nummer am Küchentisch? Und da fällt mir immer dieser alte Spruch ein, weißt du, das Paare, die Paare, die länger als 10 Jahre verheiratet sind, statistisch gesehen immer ausgefalleneren Sex haben. Montags ausgefallen, dienstags ausgefallen, mittwochs ausgefallen. Oh
come on, ja. Hallo. Da müsst ihr halt ein bisschen was tun. Ne? Also mein Mann und ich haben auch gesagt, jetzt machen wir es uns einfach mal wieder schön. Okay. Die Kinder haben geschlafen, wir haben uns haben gesagt, so, jetzt ist unser Abend. Und dann eine schöne Flasche Wein aufgemacht und schöne Jazzplatte aufgelegt und ich hatte mir extra was von Hunke Möller bestellt. Wow, ne? Hunke Möller. Und mein Mann liegt schon im Bett und ich komme aus dem Bad aufgerüscht wie so ein Weihnachtsbaum in vollem Ornat hier. Die Lichterketten an, ordentlich Lametta drauf. Das Ganze irgendwo zwischen Rotlichtmilieu und Festbeleuchtung und dann war Stromausfall. Wie romantisch. Nee, so hallo, Stromausfall. Ja. Aber sag mal, hast du mir nicht erzählt, dass ihr da so... Ratgeberliteratur? Ja, du, da gibt's, es gibt super Bücher. Nee, es gibt, eben. Kann ich Ihnen jetzt gerade draußen an dem Bild, also falls Sie es, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wenn Sie, also falls es ein Thema sein sollte, wir haben jetzt gerade aktuell gelesen, Moment, da muss ich kurz überlegen, wie hieß das erste? Das war Guter Sex trotz Liebe. Tolles Buch. Zweites Buch war Wege aus der verkehrsberuhigten Zone. Und mein Mann ist jetzt noch bestellt, mein kleiner Freund kommt ganz groß raus. Hör mal, aber eigentlich, jetzt wo ich dir gerade so zuhöre bei diesem Thema, da muss ich ja sagen, ich habe ja eigentlich zwei leuchtende Vorbilder in dieser Richtung. Und zwar also meine Oma und mein Opa, ja? Die haben es ja geschafft, sich diesen Funken durch eine wirklich lange und glückliche Ehe zu retten. Und irgendwann wollte ich mal wissen, dann habe ich sie gefragt, sag mal, Oma, was ist denn jetzt dein Geheimrezept für so eine lange glückliche Ehe wie eure? Sagt meine Oma furztrocken zu mir, regelmäßiger Sex, mein Junge. Aber dazu müsst ihr eure Leidenschaft dosieren. Hä? Was? Ich hab's auch nicht kapiert. Wie soll das gehen? Nicht alles auf einmal ausgeben, weißt du? Bisschen was für schlechte Zeiten, so. Also quasi eintuppern. Genau, so. Doch, ja, ich bin mir ziemlich sicher, meine Oma hat den ganzen Keller voller Einmachgläser mit Leidenschaft, 100%. Das klingt danach. Ja. Und irgendwann wollte ich es mal wissen, habe ich sie gefragt, sag mal, Oma, darf ich mal fragen, wann hattet ihr beiden das letzte Mal Sex miteinander? Sagt meine Oma, oh, weiß ich noch ganz genau, war 1945. Sag ich, Oma, das ist doch ewig her. Sagt meine Oma, wieso, ist doch erst 20.15 Uhr. Es prompt, dass der kleine Hunger kommt. Du drehst und wendest dich im Bette. Bulette? Oder Jogurette. Die Hüfte spricht. Du blöde Nuss, nen Apfel gibt es. Fertig, Schluss. Du beißt hinein, das ist gesund. Doch Äpfel zappeln nicht im Mund. Da ist der Wurm drin. Wow, 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 wow. Da ist der Wurm drin. Wah, 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 da ist der Wurm drin. Wah, 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 da ist der Wurm drin. Wah, da, wah, Wurm im Apfel ist normal. Doch es wurmt dich kolossal. Denn grundsätzlich kulinarisch schätzt du Äpfel vegetarisch. Nicht gedacht, dass Dümpeln mich so hungrig macht. Ey, Alter, guck mal, das ist ja krass. Sag mal, da vorne du, da zappelt was. Das check ich mal. Er schwimmt ans Licht, sein Kumpel schreit, nein, tu das nicht. Da ist ein Haken dran. Wah, 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 da ist ein Haken dran. Wah, 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 da, da, da ist ein Haken dran. Wah, 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 da ist ein Haken dran. Wah, da, wah. Normal, doch es wurmt dich kolossal, wenn dir so ein Wurm den Tag versaut und dich in die Pfanne haut. Da ist der Wurm drin, da ist der Wurm drin, da ist überall der Wurm drin. Verrückt, wo man den überall trifft und da hilft auch kein Insektengift. Da macht es Riggle, 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 Riggle überall. Da ist der Wurm drin. Haha, da ist der Wurm drin.
da ist der Wurm drin. Hase? Maus. Im Stehen hätte ich das auch gekonnt. Da ist der Wurm drin, Wurm drin. Genau. Dieser Applaus ist einfach herrlich. Also ohne diesen Applaus, ich würde mich doch recht nackig fühlen. Ja. Also so seelisch nackig. Ja, ja. Aber ich finde, es ist nochmal ein Wert, ein Schwenk auf unser grandioses Publikum. Also wir haben hier wirklich riesig Spaß. Kann man das nochmal zeigen? Mit diesen blau-weiß angemalten Herren. Weil die sind wirklich der Knaller. Ne? Ja, das ist der Hammer. Ja, ja, ja. Genau. Es man weiß so, zwar nicht, was sie bejubeln, aber es fühlt sich großartig an. Es muss an. Großartig sein. Ja, genau. Meine Damen und Herren, es gibt uns schon viele, viele Jahre. Und witzigerweise haben wir genau jetzt in diesen letzten Wochen was festgestellt, was wir so nicht erwartet hätten. Wir haben beide was gemacht, wozu wir sonst auch selten kommen. Wir haben einen Termin beim Zahnarzt gemacht und dort haben wir uns getroffen. Wir sind beim selben Zahnarzt. Haben wir festgestellt. Dr. Rösler in der Schwarmstraße in Stuttgart. Gang ist immer noch. Der Mann ist super und sieht super aus. Ja, geil. Und beim Zahnarzt kann man sich ja noch einen echten Kick holen. Ne? Ich sage nur, Vorsorgeuntersuchung mit Zahnprophylaxe. Bing! Ja, genau. Und bei mir fängt dieser Kick ja schon in der Sekunde an, wo ich bloß die Telefonnummer wähle, um diesen Termin auszumachen. Also, als wäre diese Zahlenkombination mit meinem Rückenmark verknüpft. Da geht's irgendwie schon los, ja? Mhm. Und dann steht dieser Termin im Kalender, Donnerstag, 14.30 Uhr. Nächte vorher ist an Schlaf schon nicht mehr zu denken. Ja, ich krieg Herzrasen, wenn ich bloß in den Kalender gucke. Und dann ist es soweit, Donnerstag, 14.20 Uhr. Bin extra ein bisschen früher da, man weiß ja nie, ne? Und dann sitze ich da im Wartezimmer, warte kurz. Und dann höre ich diese Stimme, die sagt, Herr Schläfer, bitte folgen Sie mir ins Behandlungszimmer. Und dann sitze ich in diesem Behandlungsstuhl und es kickt mich wie wahnsinnig. Also mir wird heiß und kalt und heiß und kalt. Was ist denn der Zahnarzt? Das war nochmal die Sprechstundenhilfe. Und ich sitze da und warte. Und ich gucke. Und ich warte. Und ich sitze. Und ich gucke. Und ich warte. Ich warte. Ja. Da habe ich doch gerade schon gewartet. Ich meine, Wartezimmer ist gleich warten. Behandlungszimmer ist gleich behandeln. Oder nicht? Ja, richtig. Ich habe ja bei denen angeregt, sie sollten doch ihr Behandlungszimmer mal umbenennen. In so eine Mischung aus Behandlungs- und Wartezimmer. Also Bewartungszimmer. Das wird viel eher treffen. Schön, schön, und ich habe immer das Gefühl, ich darf extra lang warten. Also letztes Jahr zum Beispiel hatte ich Termin im September, durfte dann mit der Belegschaft noch Weihnachten mitfeiern. Ich frage mich ja immer, warum muss ich da eigentlich stundenlang auf den Zahnarzt warten, ja? Warum sitze ich nicht gemütlich im Wartezimmer, blätter die ganzen Zeitschriften in Ruhe durch und werde dann geholt, ja? Also da könnte der Herr Kariesverwalter doch zuerst seinen Kabuff da betreten, macht vielleicht ein paar Atemübungen oder lockert die Gelenke oder bohrt sich schon mal warm, was weiß ich, ne? Ja, du, und dann könnte man doch endlich im Wartezimmer auch diese ganzen Zeitschriften in Ruhe zu Ende lesen, ja, sag ich, ne? Doch. Stern und Spiegel von A bis Z, du. Stern und Spiegel. Ja. Ich habe gedacht, du liest da vor allem Gala und Bunte. Nee, die lese ich nur beim Friseur. Gala und Bunte, das sind ja für mich gedruckte Fake News. Ne? Das fängt ja schon an mit diesen ganzen, ich sag mal, gefotoshoppten Kinderpopo-Promi-Gesichtern, wo einem jedes dieser Gesichter klar machen möchte, also ich bin seit 30 Jahren erfolgreich Mitte 20. Veronika Ferres zum Beispiel. Veronika Ferres, da habe ich jetzt neulich gedacht, Veronika Ferres, die hat es ja inzwischen so faustdick hinter den Ohren, wenn die mal lachen will, dann muss es Bein heben. Ja, also ich sitze auf jeden Fall in diesem Behandlungsstuhl, ne? Und die Angst kriegt mir wie eine Nacktschnecke am Bein nach oben. Und in diesem Adrenalinrausch fange ich an, die Knöpfe des Steuerpuls auszuprobieren. Und ich fahre runter und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Und irgendwann versuche ich mir mit dem Bohrer ein Herz in den Unterarm zu tätowieren. Designer. Schönen guten Tag, Frau Häusermann. Die haben ja heutzutage immer gleich einen Mundschutz um, ne? So wie jetzt gerade fast jeder. Ne? Ich lasse mir zur Sicherheit immer erst meinen Personalausweis zeigen, um sicher zu gehen, also wie mein Zahnarzt ist. So. Frau Häusermann, da ist alles in Ordnung. Erster Akt.
geschafft. Aber dann sagt Herr Dr. Röster so im Rausgehen über die Schulter zu mir, ich schicke Ihnen dann zur Zahnreinigung noch die Frau Elflein rüber. Frau Elflein. Meine Damen und Herren, Frau Elflein, ganz neu im Team. Vorher hatte ich immer nur Frau Steinhauer. Und ich Frau Metzger. Ha, guck mal, als ich Elflein zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich, Elflein, das klingt wie... Ein feenhaftes Wesen mit Flügelchen. Zart und einfühlsam. Und ich höre das Klicken der Türklinke und neben mir steht eine junge Frau, die original aussieht wie Helene Fischer. Kein Witz, ein zartes, schlankes Persönchen, blond, hübsches Gesicht. Sieh, ich war richtig atemlos. Ja, ich muss sie ganz kurz an diesen doofen Witz denken. Na, damals mit Florian Silbereisen und Helene Fischer, was passiert, wenn die beiden Kinder kriegen, werden das dann Silberfischchen? Na, damals war der Witz noch aktuell. Aber dann sagt Frau Elflein. Na, dann fangen wir mal an. Was ist denn mit Ihrer Stimme los? Wieso? Stimmbandentzündung? Nee, Fußballstadion. Hat denn wenigstens die richtige Mannschaft gewonnen? Nein! Oh, und dann bekomme ich die medizinische Zahnreinigung meines Lebens. Zuerst der Speichel sauber. Dann die Ultraschall-Laserkanone für den Zahnstein. Nun reicht mir Frau Elflein zum Schluss von Hand mit diesem Edelstahl-Interhaken die letzten Zahnsteinreste aus. Und Frau Elflein schmörgelt und hämmert und klopft und feilt und poliert mir zum Schluss die Initialen ihres Lieblingsfußballvereins in den Zahnschmelz. Und auf den oberen Schneidezähnen kann man lesen. Einer geht noch rein. Sehr schön, sehr schön. So, ja. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen vorbereiten. Ja, genau, richtig. Na, wir haben jetzt noch eine jetzt Nummer und das ist jetzt sozusagen Finale. Die Pandemie-Edition. So. Genau, also hier müssen wir gleich bestens vorbereitet. Sicherheitsvorkehrungen, genau. Sicherheitsanweisungen. Also wir hätten nie gehofft, mal so auf einer Bühne stehen zu müssen. Das sind die Bestimmungen hier in den Wagenhallen, aber... ich denke, die nächste Nummer ist es wert. Unbedingt, so. Unbedingt. Und ich glaube, damit kommen wir dann auch schon auf die Zielgerade genau. Des so. Heutigen Abends mit zu zweit. So, ich hoffe, man kann mich noch hören. So. Die Technik gibt einfach Bescheid, glaube, falls nicht. So. Was hast denn du da? Ich habe hier Sunset Fleur. Das ist ganz toll. Huch, das habe ich mir gerade entgegengesprüht. Dew of Dawn. Ich finde, es klingt ziemlich gefährlich. Dew of Dawn. So, naja, Dew of Dawn. Okay. So, okay. Letztes Stück von zu zweit. Meine Damen und Herren, vielleicht einfach noch kurz angesagt, wenn Sie uns unterstützen wollen, spenden Sie oder kaufen Sie in unserem Shop unsere CD oder DVD. Da gibt es eine reichliche Auswahl. Und in diesem Sinne würde ich sagen, treten wir ein ins Finale. So ist es. Ein Mensch geht spazieren und findet im Gras eine Mappe aus Leder und bückt sich zum Spaß. Schreit ja yeah! Und umsegelt die Welt. Denn natürlich, die Mappe war randvoll mit Geld. Ein anderer geht so und schaut so hinauf. Da fällt ein Kind vom Balkon, im Reflex fängt das auf. So werden manche Menschen zum Held. Bloß weil zufällig was auf sie runterfällt. Oder im Straßenverkehr, weil die Sonne so blendet, fährt sie ihm rein, weil sie nicht sieht, wie er wendet. Polizei und Geschrei und das Ende vom Lied. Jetzt heiraten beide und haben sich doll lieb. Bloß bei mir ist nichts los. Ich finde nie eine Million im Moos. Ich guck nach Balkons mit Babys, die strampeln und laufe dabei gegen Schilder und Ampeln. Im Verkehr stopp ich's Auto im vollen Lauf. Doch so sehr ich mich anstreng, es fährt keiner drauf. Unter einer Eiche beim Pilze sammeln
ne schimmlige Leiche. Das wird den Armen noch lange quälen, aber jetzt hat er wenigstens was zu erzählen. Und eine Freundin erzählt mir, sie joggte so rum, da stand ein Männlein im Walde ganz still und ganz stumm. Ein purpurnes Männlein über dem Bauch, und dann sah sie, tada, ein anderes Männlein stand auch. Was bei mir ist nichts los, das Glück ignoriert mich rigoros. Ich suche wie blöd, doch ich find keine Leiche, und mit Männlein im Walde ist es das Gleiche. Treff ich doch mal so einen, kannst du Gift nehmen drauf. Bei mir kriegt der Typ seinen Mantel nicht auf. Und hier treten unsere Sicherheitsbestimmungen in Kraft. Auf die Couch. Zu Micky! So, das waren zu zweit mit ihrem Spezialprogramm Das bleibt alles anders oder bleibt alles anders. Tina und Fabian sind jetzt unterwegs von der Wagenhallenbühne direkt hier zu mir ins Homezimmer und wir führen gleich ein kleines Interview. Ich überbrücke die Zeit und schaue einfach mal in den Chat, was hier geschrieben wurde. Die Klaviatöse hat geschrieben, bravo Tina und Fabian. Jana schreibt, so wunderbar. Und ich sehe, wir haben sogar internationales Publikum. Dave schreibt nämlich, very nice, also I don't understand any words. Okay, hier schreibt noch, I love Yoga Stuttgart. Fabian, machst du uns nachher den Sonnengruß auf der Bühne? Ich habe nämlich gehört, Fabian Schläper ist sogar als Yoga-Junkie ebenfalls ein Meister seines Faches. Und da sind sie auch schon. Hi. So, ihr zwei. Schönen guten Abend. Da Hallöchen. Seid ihr ja schon wieder. Wir haben uns ja schon letzten Samstag bei Sofa Royal hier getroffen. Und das stimmt. Auch zum Interview und wir haben über einiges geredet. Euer aktuelles Programm, ihr habt ja jetzt ein Spezialprogramm eingelegt, extra für uns hier. Euer aktuelles Programm heißt Fake News, Balken biegen für Fortgeschrittene. So ist es. Das ist ja aktueller denn je. Ja, es gibt leider sehr viel Fake News heutzutage, auch zum Thema Corona, die unterwegs sind. Fake News, euer Programm, bezieht sich das auch darauf oder wie kam ihr auf Fake News? Sollten wir das eines Tages wieder spielen dürfen, dieses Programm, würde ich sagen, ja, es bezieht sich dann darauf. In einer Zeit, in der Donald Trump die alternativen Fakten geprägt hat, ja. Und okay. Das war der Aufhänger.
Genau, das hat uns inspiriert, weil wir dachten, wenn jemand so großartige Lügen fabrizieren kann, da können wir uns doch ein Scheibchen abschneiden und noch eins draufsetzen. Genau. So, okay. In unserem letzten Interview haben wir schon sehr viele Fragen beantwortet, die jetzt eure Programme angehen und so weiter, wer die Texte schreibt. Ich denke, wir gehen einfach mal ein auf das Alltagsleben, das für jeden sich ja geändert hat. Also bei mir zum Beispiel, bei mir war es so, dass ich 2 Wochen, bevor der Shutdown war, schon zum Friseur hätte gehen müssen und das jetzt immer schlimmer wird, weshalb ich auch gut behütet heute da sitze. Den Tipp hat mir meine Mutter gegeben, als sie mich letztes Mal hier live gesehen hat. Dafür danke, Gruß an Mama, du bist die Beste. Ja, wie hat sich denn euer Alltagsleben so verändert? Also wie ist die Probensituation zum Beispiel? Ihr könnt euch jetzt auch nicht die ganze Zeit treffen. Skype. Geil. Eigentlich, also wir können uns natürlich gar nicht treffen. Wir haben uns sehr gefreut, als wir jetzt letzte Voice Over Royale hier spielen durften. Und ansonsten ist es, ja. Tatsächlich, Bildschirm zu Bildschirm, ne? So. Was für mich den Vorteil hat, dass ich, wenn ich mal eine Pause brauche, dich einfach zuklappen kann und dann ist mal 5 Minuten. Dann ist mal Ruhe. Scherz. Ja. Nein, wir haben neulich tatsächlich sogar von Schweizer Rundfunk ein Interview miteinander aufgenommen, also einer in echt, einer auf Skype, und das hat ganz gut funktioniert. Ja, ja, cool. Also, ich meine, wir finden ja Mittel und Wege, genauso wie wir hier von wh-home.tv, um diese Zeit einfach zu nutzen und trotzdem ja, Entertainment zu euch nach Hause zu bringen. Bei dir, Tina, bei dir ist es auch noch mal ganz anders, weil du hast Kinder zu Hause. Ne? Ja. Schwierige Situation, die momentan irgendwie bei Laune zu halten, zu bespaßen. Wie alt sind die beiden? Die sind 7 und 9. Hallo Mädels. Ab ins Bett. Genau. Die gucken jetzt wahrscheinlich noch zu. Die machen das eigentlich ganz gut. Man merkt, dass was fehlt. Es fehlt tatsächlich, sie sind in einem Alter, in dem sie noch gerne in die Schule gehen. Es fehlen die Freunde. Aber wir kommen zurecht zu Hause. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn die Schule dann auch mal wieder losgeht. Okay. Super. Ja, Künstler haben es heutzutage ja extrem schwer. Ich bin auch froh, dass wir hier die Plattform bieten können, dass überhaupt irgendwas live geschehen kann auf einer Bühne. Wie ist es? Würdest du deinen Kindern davon abraten, dir nachzueifern in deinem Beruf? Oder? Ich würde denen mal zu gar nichts raten. Die sollen einfach mal machen. Die machen selber. Genau. Sie wollen sowieso, ne? Und wenn es künstlerisch wird, ja, na ja, gut, dann toi, toi, toi. Müssen wir durch. Ja, ne? Müssen genau. Alle durch. Und wenn es was anderes wird, wird es was anderes. Okay. Ihr beiden seid ja auch solo unterwegs. Das stimmt, ja. Wie entscheidet ihr eigentlich, ob ein Stück für die eigene Show ist oder ob ihr das für zu zweit verwendet? So aus dem Bauch raus? Also wir schreiben natürlich showspeziell. Also wir schreiben dann für zu zweit eben die Nummern oder dann das jeweilige Solo. Da ist natürlich das von sich aus vorgegeben. Und dann gibt es aber durchaus Stücke, die dann in beiden Programmen vorkommen, wo wir merken, das tut jetzt auch für uns beide. Ja, genau. Also ich entscheide das, glaube ich, eher wirklich aus dem Bauch raus. Also für mich ist es irgendwie so, ist es klar, das ist eine Duo-Nummer, das bezieht sich auf andere Themen als jetzt bei mir im Solo. Also ich glaube, wir sind im Duo ein bisschen kabarettistischer unterwegs. Ich bin im Solo ein bisschen poetischer oder auch verschrobener unterwegs, ein bisschen abgefahrener unterwegs, so vielleicht. Ja. Okay, gerade auf die Aufteilung einzugehen, hier hat jemand in den Chat eine Frage gestellt. Wer schreibt denn die Texte? Juhu! Bist du hauptsächlich für verantwortlich? Genau, das ist mein Genre und die Musik sitzt rechts von mir. Okay, sehr gut. Du bist auch yogamäßig unterwegs, habe ich hier im Chat erfahren. So ist es, ne? Genau. Möchtest du mal den Sonnengruß machen für die beiden? Falk und Simi haben nämlich geschrieben. Nee, hier ist kein Platz, ihr hier Lieben. Hier ist kein Platz. Ja, okay. Ja, getanzt wird nachher auch noch fleißig. Da sind andere für zuständig. Ja, ich biete euch jetzt auch noch mal kurz die Zeit, vielleicht auch noch mal darauf hinzuweisen. Ja, ihr wisst ja selber nicht, wie es mit eurem Bühnenprogramm weitergeht. Ne? Ihr habt vorhin schon auf der Bühne erwähnt, dass es zum Beispiel DVDs zu kaufen gibt. Wo kann man die erstehen? Jede Menge. Auf unserer Homepage www.zu-zweit.com. Bei .de landet man nämlich auf einer Partnervermittlung, soweit ich weiß. Also www.zu-zweit.com, und da gibt es den Shop mit allem, was das Herz begehrt. Genau, mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, da sind nur die CDs drin, aber es gibt auch die DVDs zu den CDs. Also scheuen Sie sich nicht, beides zu kaufen. Genau, vielleicht legen wir noch ein getragenes T-Shirt durchgeschwätzt von der Bühne mit drauf, wenn wir lustig sind. Mal gucken. Ihr habt ja jetzt ein Spezialprogramm präsentiert hier auf der Bühne. Das war alles anders. Hattet ihr wahrscheinlich extrem wenig Zeit dafür, oder? Also das so auf die Schnelle, auf die
Beine zu stellen. Ja. Da war ja jetzt nicht wirklich viel Zeit da in dieser Situation. Genau, Skype sei Dank. Ja, und es ist natürlich mit so einem Abend wie mit der ganzen Situation im Moment. Sie war noch nie da. Ja. Niemand weiß, was richtig ist, was falsch ist. Also jetzt an so einem Abend. Und dann haben wir gesagt, wir setzen einfach mal unsere Lieblingslieder so ein an die Position. Und dann hat sich der Abend so ergeben, wie er jetzt gerade zu sehen und zu hören war. Alles und hiermit, ne? Schutz, Abstand, Klamotte für unseren Boogie, ja. Habe ich auch noch nie am Klavier gesessen, im Arztkettelchen hier. Mhm. Also, ja, aber man gewöhnt sich dran. Ne? So, geht alles. Gekleidet. Ja. Super, ich fand's wunderbar. Vielen Dank euch. Danke dir, Micky. Dann würde ich gerade weiterleiten, denn jetzt wird's rhythmisch. Denn Angelika Kazum und Natalie Meyer sind Tänzerinnen der Manhattan Dance Company. Die Company hatte sich im Februar 2020 in Wien mit 11 Choreografien für die World Dance Master Finals qualifiziert. Und die beiden präsentieren euch jetzt zwei Choreografien, daraus lange Sätze. Viel Spaß damit. My recital, I think it's very vital to rock around. That's right, on top. It's tricky, it's the tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. I met this little girly. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. Okay, guess who's back, back, back again? Shady's back, back. Tell a friend. Now everyone report to the dance floor, to the dance floor, to the dance floor. Now everyone report to the dance floor. Alright, stop. Pajama time. Come here, little kitty, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of child molestation accusation. Game over. A boss, one, bitches at a ton. Walk past man, yeah, me no make a run. Boy downtown, struck you, wear out your tongue. Flesh mate, swallow the tongue. Sauce, man look a jungle, air argument. Bob man, rescue me then. Drop me a line, you fall, man. Then blow you a black clot, lol. Where you come from? Are you from the islands? Are you from the sun? No, oh. Doesn't matter where I come from. Flesh may swallow the tongue. Sauce.
Wow. Das waren Angelina Kazum und Natalie Meyer von der Manhattan Dance Company mit ihren Choreografien, denen sie sich qualifiziert haben für die World Finals. Hier habe ich jetzt schon die Angelina, sorry, ich habe deinen Namen vorhin falsch gesagt. Du musst einmal das Mikrofon nehmen, dass wir dich hören. Super. Ja, ey, klasse. Also ich war ganz gebannt. Ich glaube, die Zuschauer, denen geht es ähnlich. Die sind von ihren Sofas aufgesprungen, haben höchstwahrscheinlich mitgetanzt. Unglaublich, du bist ja extrem jung. Wie alt bist du denn? 12. 12, krass. Ja. Und wie lange tanzt du schon? Also mit 4 habe ich angefangen. Also insgesamt 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Krass, seit 4 Jahren hast du angefangen. Ja. Unglaublich. Und da ist auch schon die Natalie, die ist noch ganz außer Atem, gerade von der Bühne hergesprungen. Du musst einmal das Mikrofon nehmen, damit wir dich auch hören. Ja, Natalie, wie alt bist du? 17. 17. Und wie lange tanzt du schon? Seit 13 Jahren jetzt. Seit 13 Jahren. Das fängt man so früh da an. Ihr macht das auf einem extrem professionellen Level. Seid bei der Manhattan Dance Company und nehmt auch wirklich an großen, großen Veranstaltungen teil und habt euch qualifiziert mit der Company für die World Dance Master Finals, ja, die jetzt natürlich so erstmal nicht stattfinden können. Wisst ihr schon, ob die nachgeholt werden dann oder ob das dann noch überhaupt stattfindet dieses Jahr? Kann man sowas schon sagen? Also Stand jetzt wurde es erstmal abgesagt. Die haben jetzt noch nicht gesagt, ob die es noch nachholen wollen oder nicht, soweit ich weiß. Okay. Ja. Wie viele Leute, also seid ihr da auch als Solotänzerinnen dann aktiv oder seid ihr dann in einer Gruppe? Ja, also wir sind jetzt sowohl alleine als auch in Duos oder auch in Gruppen angetreten, also das ist ganz verschieden. Mhm. Aber ja, also man kann da eigentlich alles machen. Okay, ich habe mir sagen lassen, ihr tanzt unterschiedliche Tanzstile. Ist das richtig? Also wirklich von Ballett über Jazzdance, über Hip-Hop. Gibt es da bei euch irgendwelche Vorlieben? Also was machst du am liebsten? Ich habe dich jetzt gesehen Hip-Hop. Mit Hip-Hop. Hip-Hop ist dein Ding. Ja. Ist das auch die Musik, die du am liebsten hörst? Also It's Tricky, also das, was ich jetzt getanzt habe, mhm, das, also einer von denen, also It's Tricky ist meine Lieblingsmusik. Okay. Und ich habe noch viele Lieblings, also Musik. Okay, ja. Aber du hörst unterschiedliche Sachen auch. Ja. Wie ist das bei dir? Also mein Lieblingstanzstil ist Jazz vor allem. Okay. Aber ich mag auch Hip-Hop eigentlich ganz gerne. Aber von der Musik her, die ich jetzt höre, also meine Musik war jetzt nicht so klassische Jazzmusik, sondern auch mehr so moderne Musik halt. Und ich höre eigentlich auch hauptsächlich sowas oder auch Hip-Hop-Musik. Ihr seid ja höchstwahrscheinlich noch Schülerinnen, denke ich mal. Ne? Ja. Ihr geht noch zur Schule. Wie ist das für euch? Freut ihr euch, dass jetzt momentan keine Schule stattfindet? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, ah, Mensch, blöd. Wie verbringt ihr eigentlich jetzt zu Hause die Zeit? Es kann ja auch dadurch, dass man jetzt keine Schule hat und so weiter und ihr auch jetzt nicht in die Tanzschule gehen könnt höchstwahrscheinlich. Wie nutzt ihr die Zeit? Fällt euch die Decke auf dem Kopf oder sagt ihr, hey, cool, dass wir jetzt mal so viel Freizeit haben, um unterschiedliche Sachen zu machen? Also erstens, ich finde es blöd, dass wir dann kein Training haben, weil ich liebe, also Dienstag, Donnerstag und Samstag gehe ich halt immer. Also wir haben so eine Junior Dance Academy und wir tanzen halt alle Tanzrichtungen. Und ich bin am Anfang halt immer fröhlich, wenn wir tanzen. Und also ich liebe es einfach, mit meinen Freunden zu tanzen und glücklich zu sein und Spaß zu haben und auch manchmal Quatsch machen. Das ist süß. Okay. Ja, toll. Ja, und bei dir eher froh, keine Schule oder fällt dir langsam die Decke auf den Kopf? Also bei mir ist halt so, dass ich jetzt Abi mache, deswegen fände ich es schon besser, wenn jetzt wieder Schule wäre. Ja. Aber ansonsten würde ich prinzipiell auch sagen, dass es ja eigentlich auch ganz cool ist, wenn die Schule entfällt. Aber es wäre schön, wenn das Training wieder anfangen würde. Dann hoffen wir mal, dass das bald wieder der Fall ist. Ich danke euch vielmals. Ja, sehr gerne. War wunderbar. Danke Ihnen. Super. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit Sally Grayson auf Solopfaden. Eigentlich ist sie bekannt durch ihre Band Black Swift und auch durch The Voice of Germany oder ihre TEDx Talks. Ja, viel Spaß mit Sally Grayson. Dankeschön. Thank you so much. Ich heiße Sally Grayson und ich freue mich, hier zu sein. Und ich muss ganz kurz was auf Englisch sagen.
Mom and Dad, hello. Hello, all of my English-speaking people. I'm speaking German tonight. You need to learn German. But my songs are in English. Heute Abend will ich euch erstmal leiten in so eine Form von Katharsis. Und das ist ganz wichtig jetzt heutzutage, weil Katharsis ist das Ausdruck von Emotionen. Und wir brauchen eine gesunde Art, um diese Emotionen rauszulassen. Das heißt, für euch, ich spiele ein Lied, das heißt The World Howls. Und ich will, dass ihr zu Hause heult wie ein Hund. Okay, wir werden das zusammen machen. Ihr macht es zu Hause. Vielleicht ihr könnt es aufnehmen und mir schicken oder so. Aber ihr könnt für das ganze Lied ganz laut, dass euer Nachbarn das hört, wie ein Hund heulen. Das tut ganz gut. Alle diese Emotionen von Wut und Angst und das Ganze, das muss raus. Seid ihr bereit? Yeah! Okay, eins, zwei, drei. Au! Chained up, he's all chained up, he's crying. I wanna walk the neighbor's dog, 'cause he's all chained up, he's constantly chained up, he's crying. Oh! See the neighbor's dog set free, set free. But it doesn't have to be me. To be set free. Oh!
Thank you. Also, es gibt Plätze hier vorne, falls jemand, was ihr ein bisschen vorne kommen wollt. Sorry, bad joke. This next song is called Burning Cactus. Like a burning cactus across the plain, you thought you could go so long without the rain. But the drought of love has paid its toll, 'cause the wind has not let the clouds roll and let some softness fall on your thorns to wear with forgiveness and let you mourn, then to move forward and not dry up before bitterness and you erupts. I see you burning up on the inside, and the heat is gonna bring you down. Vultures are circling overhead and you're smoldering on the ground. But the clouds start to form, the lightning it strikes, your vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, or he's gonna burn you down. You stand there imagining what you can shout to the thorns and to your enemy as you shoot them out. But he's carrying along on his merry way. As you grow much more brittle, drying up in your hate, don't you see what's flaring up in you is in your control? Acknowledge all the hurt and pain and please let it go before some sparks from the match you want to cast ignite in your own head, a captive to the past. I see you burning up on the inside, and the heat is gonna bring you down. Vultures are circling overhead and you're smoldering on the ground. But the clouds start to form, the lightning it strikes, your vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, or he's gonna burn you down. The fire's flaring up with the poison that you pour. Inside yourself, it's your own solo war. The spy won't touch the one who crushed you. Your right to revenge will only char you through and through. I see you burning up on the inside, and the heat is gonna bring you down. Vultures are circling overhead and you're smoldering on the ground. But the clouds start to form, the lightning it strikes, your vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, or he's gonna burn you down. But the clouds start to form, the lightning it strikes, your vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, or he's gonna burn you down. Dankeschön zu Hause. Dankeschön. Das nächste Song ist ein neues Lied. Ich habe es geschrieben als so eine Liebesliebe mit Liebeslied mit Heimweh. Und es ist dieses Gefühl, ja, eigentlich, was wir jetzt alle haben. Und das ist, wir wollen die Leute, die wir lieben, drücken und in den Arm nehmen. Und es heißt, melt into your arms. Musik.
The ocean so vast and so wide, teeming with creatures inside, storming and raging its waves, merciless pounding, nothing, nothing it saves. But it can never hold off, hold off love. It reaches on up through the clouds up above, past lands and seas and the bright shimmering stars, with the hope that one day I'll melt, 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 melt into your arms. The great mountain of obstacles is high, with an avalanche of troubles and landslides, deep crevices awaiting death's call. Hear the growl of a lion and the wind howling between the bolted walls. But it can never hold off, hold off love. It reaches on up through the clouds up above, past lands and seas and the bright shimmering stars, with the hope that one day I'll melt, 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 melt into your arms. Oh, what does the future hold? Will our paths ever really intertwine? Will the longing in my heart subside? Will the daily dawn ever find me waking to your eyes meeting mine? But it can never hold off, hold off love. It reaches on lands and seas in the bright shimmering stars, with the hope that one day I'll melt, 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 melt into your arms. Oh, one day, one day I'll melt into your arms. Oh, into your arms. Thank you very much. Dankeschön. Thank you. Thank you, World Wide Web. Also, ich habe ein letztes Song für heute Abend. Und war nämlich, das ist ein Teaser-Abend, also Teaser-Auftritt von mir, nicht Abend. Weil ich spiele wieder in der Wagenhalle an VW Home TV. Und es war am 29. April. Ich freue mich riesig. Ich werde ein längeres Set spielen. Genau. Aber das letzte Lied, was ich hier für euch heute Abend spiele, heißt Called to Love. Und ich habe das geschrieben, weil ich habe ein Lied gebraucht, mich zu erinnern, zu lieben. Und zwar
Leute zu lieben, die schwer zu lieben sind. Aber ich habe gedacht, für heute Abend ist es wichtig, oder für diese Zeiten, dass wir jetzt tiefer in innen gehen und mehr lernen, wie wir können uns selber lieben. Und es war mehr gnadevoll, mit uns zu gehen und mehr geduldig und nicht so beurteilen und alle diese negative Gedanken. Und so, ich spiele das. Ihr könnt sehr gern zu Hause mitsingen. I am called to love. Und yeah, I challenge you to love yourself. I am called to love. This I need to be reminded of. I want to be strong. I want to be wise. To know how to turn from the hatred of our times. I'm called to love. I'm called to love. Oh, I'm called to love. I'm called to love you. I'm called to love. I'm called to love. Oh, I'm called to love. I'm called to love you. And if you give back hate, tell you what I wanna do. Don't wanna step on down and play the fool. No, I keep my head up high, look you right in the eye. I want you to know that you are loved, for love is my battle cry. Oh, I'm called to love. I'm called to love. Whoa, I'm called to love. I'm called to love you. I'm called to love. I'm called to love. Whoa, I'm called to love. I'm called to love you. I'm called to love you. I'm called to love. I'm called to love. Whoa, I'm called to love. I'm called to love you. I'm called to love. I'm called to love. Whoa, I'm called to love. I'm called to love you. Das war Sally Grayson live für euch aus den Wagenhallen. Sally kommt jetzt gleich noch zu mir hier ins Homezimmer für ein Interview. Ihr könnt weiterhin fleißig in den Chat schreiben, falls ihr Fragen an sie habt. Ich nutze die Zeit einmal kurz, um darauf hinzuweisen, dass ihr uns nicht nur im Livestream folgen könnt unter wh-home.tv und auch dort die Künstler mit einem Solidaritätsbeitrag unterstützen, sondern seit neuestem gibt es auch einen Instagram-Account, der lautet whhometv. Dort erhaltet ihr Einblicke in, ja, hinter die Kulissen unserer Produktion zum Beispiel. Ihr könnt euch als Zuschauer ein Foto machen, wie ihr gerade den Livestream schaut und uns markieren zum Beispiel. Und da ist sie schon, Sally. Hi, grüße dich. Hi. Ja, ganz gehetzt jetzt heute wieder. Du musst einmal ein Mikrofon nehmen, damit wir dich hören. Geht das? Ja, super geil.
Sally, wie war es für dich? Es ist eine komische Situation wahrscheinlich, ohne Publikum. Ja, ja, also schon eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Ja, cool. Du bist normalerweise mit Black Swift unterwegs, in einer kompletten Kombo. Wie viel seid ihr und was macht ihr, damit wer euch nicht kennt? Ja, wir sind eigentlich normalerweise zu viert, manchmal zu dritt. Und wir spielen Americana, das ist so eine Art von Country. Ish, Desert Rock, genau. Okay. Das ist meine Beschreibung. Oder es gibt viele Beschreibungen von unserer Band. Okay, und dann auch nicht akustisch, sondern dann geht es mehr nach vorne wahrscheinlich. Ja, ne? Desert genau. Rock ist schon so richtig mit E-Gitarren und so weiter. Ja. Hey, cool. Ein paar von den Lieder habe ich heute, war Black Swift Lieder. Genau. Okay. Du warst auch bei The Voice of Germany. Ja. Sag mal, wie war deine Erfahrung dort? Wie weit bist du da gekommen? Ich habe es leider nicht verfolgt. Und ja, also ich bin bis vor die Halbfinale. Aber ich muss, heute musste ich da dran denken, weil nämlich ich war mit Michi und Smudo von Fanta 4 Stuttgart. Yeah. aber wir haben später bei diesen Sing-Offs haben wir einen Side-Coach und das war Robbie Williams. Oh, nice. Und er hat mir, ich musste mein Lied üben für ihn und Michi und Smudo. Und dann er hat gesagt, hey, mach die Kameras auf, ich will was Privates sagen. Und was er zu mir gesagt hat, hat mir echt geholfen heute Abend, weil er hat gesagt, hey, wenn du auf der Bühne bist, schau nicht ins Publikum, weil es gibt so ein Live-Audience da normalerweise. Schau in die Kameras, weil da sind die Leute zu Hause. Ja. Und das war, ja. Das stimmt. Sally, du hast auch ein besonderes Musikprojekt momentan am Laufen. Ja. Erzähl mal darüber. genau, also als diese Corona-Ding angefangen hat, ich denke, der Form von nicht hilflos zu fühlen, ist zu helfen. Und ich habe gedacht so, wie kann ich helfen als Musikerin und Künstlerin? Und ich habe gedacht, okay, ich will jetzt Lieder schreiben für jetzt, für diese Zeit, irgendwie uns zu helfen, durchzukommen. Und dann ich habe die Idee gehabt, weil ich habe dieses Jahr arbeite ich auf meine erste Solo-Platte. Mhm. Das mache ich alleine, yeah. Solo. Aber ich habe gedacht, okay, dieses Projekt, ich will so viele Musikerinnen wie möglich irgendwie reinbringen. Und so für jedes Song, das ich schreibe, lade ich andere Musikerinnen und die ich noch nie zusammen mitgearbeitet habe. Mhm. Und eine von denen sollen jemanden auch einladen, die ich nicht kenne, so wie ein Virus in einem positiven Ort. Okay. Yeah. Genau. Und das erste Song ist fertig. Es kommt am Freitag raus, am 24. Mhm. Genau. Und da arbeite ich mit einem Schlagzeuger aus Nebraska und Musikern aus Minneapolis. Das nächste Song ist mit der Bassistin von Voice of Germany eigentlich. Okay. Ja, genau. Interessant, okay. Und er hat einen Schlagzeuger eingeladen. Genau. Cool. Ja, und das zweite Teil, ich hab das draufgeschrieben, weil das ist ein bisschen schwierig auf Deutsch. Okay. Also alle digitale Gewinn, also alle Sales so von diesem Projekt dieses Jahr geht an eine Organisation, das heißt To Write Love on Her Arms. Und das muss ich jetzt lesen. Ja, gerne, klar, gar kein Thema. Also, das ist eine Non-Profit-Bewegung, die Hilfe für Menschen bietet, die mit Depressionen, Suchten, Selbstverletzungen und Suizid zu kämpfen haben. Und ich denke, in dieser Zeit, wo so viele Leute alleine sind, und das ist besonders wichtig, solche Non-Profits zu haben. Wow, genau. Wunderschön. Ja. Dein erstes Soloalbum entsteht derzeit auf der Crowdfunding-Plattform Patreon, das genau. ist richtig? Genau. Ja. Und jeden Monat veröffentlichst du darauf ein Stück, wie du schon gesagt hast, und deine Fans können im Netzwerk mitsprechen, beim Entstehungsprozess teilhaben. Ja. Das ist richtig, das ist auch das mal was ist ganz so Neues. Toll. Ja, also ich habe Leute, also zum Beispiel, die können helfen, manchmal mit dem Titel auszuwählen. Am Ende, ich habe gesagt, die dürfen helfen zu sagen, welche Lieder kommt auf die fertige Platte, die veröffentlicht wird. Und das ist so, zum Beispiel mit $5 pro Monat kriegt man die Lieder jeden Monat. Und dann, ich habe ein regelmäßiges Einkommen als Künstlerin, Musikerin. Okay. Das ist schon, ja, ich bin sehr dankbar. Ja. Okay, das ist sehr schlau auf jeden Fall von dir und auch ein good cause. Echt vielen Dank. Es ist immer seltener, dass Leute wirklich auch was für andere tun.
Gerade in so einer Zeit sollte man sich solidarisch erklären, wie ihr zu Hause auch, um wirklich auch sich gegenseitig zu unterstützen, Kunst zu unterstützen. Kunst und Kultur sind einfach ganz wichtige Sachen, die nicht untergehen sollten und dürften. Ja, du hast jetzt einen kleinen Auszug aus deinem Programm gespielt und du bist wieder hier bei uns auf der WH-Homebühne am Mittwoch, dem 29.04. Also alle, denen das gefallen hat, die bitte einschalten, 20.30 Uhr wieder am Mittwoch, dem 29.04. Zum Schluss will ich dir noch die Möglichkeit geben, kann man bei euch irgendwie Merch kaufen, euch anders unterstützen, eure Platten und so? Und wo kann man das? Blackswiftmusic.com, das ist der Merch-Table. Okay. Genau. Super. Ja, dann da schön Merch kaufen auf jeden Fall und nicht vergessen, am 29.04. hier einschalten unter wh-home.tv. Ich danke dir, Sally. Ja, und dann weiter geht's bei uns am Mittwoch, dem 22. April mit whhome.tv und Antenne 1 und Reflect. Wir präsentieren da die Band Havelka. Und dann gibt es noch am Samstag, dem 25. April, auch wieder zusammen mit Antenne 1 präsentieren wir das WH Home Festival mit Anti-Held und En Rouge. Also da bitte auch einschalten, wieder zu Hause bleiben, den Stream einschalten, die Künstler unterstützen. Vielen Dank an euch und wie die abschließenden Worte von mir immer sind, vielen Dank auch an das komplette Team von wh-home.tv. Das ist das Eventteam von den Wagenhallen, das ist Mute Veranstaltungstechnik, das ist die Produktion, Teamwerk. Danke an Antenne 1 und danke an euch, dass ihr zugeschaltet habt. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Danke.